Heute gibt es gegrillte Okra schon. Genau, wir haben dazu einen Cajun Rub genommen und wir haben einen Sour Cream Dip dazu gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze zusammenkommt, wie das schmeckt, schaut euch das Video an. Viel Spaß. Für unsere gegrillten Okra-Schoten brauchen wir natürlich auch einen Dip. Genau, und damit fangen wir an. Damit der schön ziehen kann, das brauchen wir dafür nicht. Das ist für die Okra-Schoten. So, dann fangen wir an. Deine Lieblingsaufgabe kennst du schon, ne? Ja. Wir brauchen Abrieb von Zitrone und Limette. Und ich habe vergessen, die Presse mit rauszunehmen, deswegen muss ich pressen. Wir haben hier schon bereitgestellt. Salz, Mayonnaise und Chiliflocken. Richtig. So, und da kommt noch ein bisschen Schmand dazu. Auf Englisch heißt das Sour Cream. Also saure Sahne ist nicht Sour Cream. Auf Deutsch ist Schmand Sour Cream. Und wir brauchen einen Löffel, dann nehme ich den. Ich habe so viele. Okay. Das gebe ich schon mal hinzu. Ich habe die schwere Aufgabe, wie man sieht. Mhm. Das? Total schwer. Wir machen natürlich heute auch wieder laktosefrei alles. Ach, du hast Übung drin langsam, wa? Echt? Hm. Ich freue mich auf das nächste Gericht mit einem Brötchen. Ja, da hast du auch Übung drin langsam mit mir mit herstellen. Und das Brötchen dann essen. Ja, das sieht schon gut aus. Jetzt noch die Limette dazu. Dann schmeißt du das da drauf, mach ein schönes Foto. Schönes Gästchen. Mhm. Auch wenn das Grün noch nicht viel dabei ist. Irgendwie riecht es nach Kalzi und sowas. Oh ja. Den Virgin Kalzi meint sie natürlich. Ich wünschte, ich hätte meinen wieder. Warte, zeig nochmal die Kamera. Tada, so toll ist die gerade. Okay. Lass rein damit. So, jetzt. Schneiden wir noch die Zitrone und die Limette auf. Was wir nicht mehr brauchen, tun wir gleich weg, dann sehen wir mehr von dir. Und das habe ich jetzt auch gemacht, das war der Fehler. Was? Das weggestellt, nicht mehr gedacht. Mika, du wirst das mit dem Auspressen bestimmt nicht schaffen. Du hast ja nicht gerollt. Doch, habe ich vorhin. Ja? Ja. Hast du wirklich nicht gerollt? Ja. Na gut, dann versuch das auszudrücken. Etwas kriege ich bestimmt raus. Hm, aber versuch das da reinzutun. Ich achte darauf, dass du nicht ganzen Kerne davon reintust. Hm? Ich glaube, das reicht. Hm. Doch nicht gewollt? Nee, die nicht. Mhm. Aber die wird ja nicht so schwer sein. Ist doch kleiner. Oh Gott, das ist schwer. Also immer Zitrone und Limette vorher kräftig rollen, damit ihr sie besser auspressen könnt. Versucht alles drin zu beißen. Das heißt, matsch erst so ein bisschen alles unter. Was denkst du? Mayo und Sour Cream, oder wie wir Deutschen sagen, Schmand. Gut verrückt? Ja. Hm. Oh, ist gut. Die hast du fein gemacht. Was ist das? Nein. Also die stellen wir jetzt weg und lassen sie eine Stunde ziehen. Genau. In der Zwischenzeit bereiten wir die anderen Sachen vor. Und dann können wir die zum Essen ziehen. Die Okra-Schoten habe ich gestern schon mal vorbereitet. Nicht drücken. Ich weiß. Okay. Weißt du noch mehr über die Okra-Schoten? Die sind grün. Ah, die sind wunderschön grün. Also, die Okra-Schoten habe ich gestern einzeln Stück für Stück gewaschen unter laufendem Wasser. Ja. Anschließend
habe ich sie einzeln trocken gerubbelt, damit sie auch schön trocken sind, weil die dürfen nicht nass sein. Wenn sie nass sind, die haben eine Milch drin, die tritt dann aus, deswegen auch nicht doll drücken oder so. Und dann hat man so eine schleimige Substanz oben drauf, die will man nicht haben, die schmeckt auch nicht besonders gut. Das heißt, die sind soweit vorbereitet, die sind sauber, sind über Nacht getrocknet. Also, wir müssen oben nur noch die Kappen abschneiden, dann sind sie soweit vorbereitet. Dann pinseln wir die mit Ghee ein. Richtig, das werden wir noch im Grill kurz flüssig machen, das ist ja schon verflüssigt. Wir haben selbstgemachtes Ghee. Wie wir Ghee selber machen, werden wir euch bestimmt in einem der nächsten Videos nochmal verraten. Es gibt das zwar auch zu kaufen, aber es schmeckt bei weitem nicht so gut wie das. Ihr könnt Butter nehmen, habt allerdings dann einen geringeren Hitzefaktor, also es fängt schnell an schwarz zu werden, die Butter. Was bei Ghee nicht so der Fall ist. Nehmt Öl, vielleicht besser als wenn ihr irgendein Ghee nehmt, was aus dem Supermarkt kommt. Southwest Cajun. Wir haben von Acker gekauft Southwest Cajun. Wir wollten einen Cajun Rub dafür nehmen, was wir dann drauf machen. Wenn ihr das Ankerkraut nicht da habt, werden wir euch unten eine Cajun-Mischung reinschreiben mit Gewürzen, selbst schnell selbst gemacht. Wir wollten es nehmen, weil wir es ja in Adventskalender haben. Ja, und schon können wir anlegen. Willst du die Kappen abschneiden? Ja. Okay. Ne, also da abschneiden. Ich zeig's nochmal da. Da, wo der Rand ist. Da, wo der Rand ist. Da abschneiden. Ah. Was denn? Ich weiß nicht. So, ich werde in der Zwischenzeit grillen. Und zwar die Butter, die ne, selbst gemacht. Die Ghee-Butter. Die Ghee-Butter. Die schmilzt schon fast bei Zimmertemperatur. Aber wir hätten es gerne ein bisschen mehr geschmolzen noch. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Hab ich schon. Ich meine, ohne den Deckel drauf. Kann man Ghee eigentlich auch so essen? Weiß nicht, muss ich einen Inder fragen. Kann man Ghee auch so essen? Genau so sieht's aus. Geh. So, ich tue das auf dem Grill. Und ich schneide. Genau. Ich habe es indirekt hingestellt. Da lassen wir es ein paar Minuten drauf. Dann schmilzt es die restliche. In der Zwischenzeit werde ich mal schauen, wie wir die hier zusammenbauen. Wir wollen die ja auf Spieße spießen. Wir haben unsere Standard-Chassweg-Spieße. Die sind ein bisschen dick, glaube ich, dafür. Ich schaue mal nach, ob wir das Lust haben. Sieht nicht so aus. Ja, so wie ich es gedacht habe, die reißen natürlich unwahrscheinlich. Aber, wow, wir machen das mit denen. Die sind zu dick. Ne, sind ist okay. Reißt ein bisschen, aber das macht ja nichts. Wir machen sie abwechselnd, links, rechts, wie beim Stricken. Seit wann hast du denn eine Ahnung von Stricken? Ich habe eine Oma gehabt, ich musste mal die Wolle mit aufwickeln. Oh, übrigens links, rechts ist, wenn man das dann wechselt. Wir machen immer zwei links, zwei rechts einfallen lassen. Also, ich erzähle noch mal ein bisschen. Okras kriegt ihr entweder beim Inder, dann macht euch einfach eine Tüte voll und zahlt recht wenig. Oder ihr kauft die kleinen Packung, wo Kenny draufsteht von Real und zahlt richtig viel Geld für 6 Stück. Der Vorteil beim Inder ist natürlich, erstmal ihr könnt euch aussuchen, welche ihr nehmt. Zweitens, ihr könnt die größeren nehmen, welche wesentlich einfacher aufzuspießen sind. Also wenn ihr kleine nehmt, ist das nicht so toll. Ich guck mal, was das Ghee macht. Und außerdem, wenn ihr schon mal mit Inder seid, meistens sind immer noch ganz viele andere schöne Sachen. Ich glaube, ich nehme das Ghee jetzt raus. Das ist sehr. Du nimmst es, glaube ich, nicht raus, weil du hast ja gar keine Handschuhe an. Du willst die Handschuhe anziehen? Mhm. Okay. Spider-Man! Oh ja, kannst du noch mal in die Kamera zeigen? Ich flüssiges weiß. Ghee. Wie sind die Handschuhe? Warm. Echt? Nein. Flüssiges Ghee. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, sehen wir. Ich glaube aber schon. Hier, da. Ja, von her. Das Gelbe vom Ei da. Die werden jetzt eingepinselt ordentlich, damit das Ghee überall dran ist, ne? Und ich mache schon mal die hier auf. Die wird ja bestimmt gleich riechen, ne? So, wollen wir noch was dazu sagen, was drin ist? Oder will ich mir einfach wieder wegnehmen und... Wegnehmen und probieren. Okay, wegnehmen und probieren. Nie Fachraum, was andere gemacht haben. Und? Lecker. Lecker. Also wir sagen mal, es ist logischerweise Meersalz drin, schwarzer Pfeffer, Paprika, Knoblauch, Thymian, Kumin, Zwiebel, Senfmehl, weißer Pfeffer, Oregano, Fenchel und Cayennepfeffer. Und es kann natürlich Spuren von Sellerie enthalten. Ich muss es ja auch probieren, damit ich weiß, wie viel ich drauf mache. Oh, lecker. Okay.
dann das flüssige Ghee drüber. Überall schön drauf. Dann kann man auch mal umdrehen, wenn du von allen Seiten hast. Beziehungsweise ich tue schon mal drauf. So. Nochmal schön eingerubbt. Wir tun jetzt etwas Ghee auf die Plansche. Damit wir das da drin schön angrillen können. Die Okraschoten können ruhig schwarz werden. Die lassen wir jetzt von jeder Seite 2 Minuten direkt richtig bei Temperatur grillen. Und anschließend sind die schon fertig. Auf an den Grill. Also, wir geben noch mal ein bisschen Ghee auf die Plansche. Ihr seht schon, es brutzelt und es schmilzt. Und der Grill steht schräg. So. Es dampft auch ordentlich. Und jetzt gehen wir drauf. Und wir tun 1,5 drauf. Von jeder Seite 2 Minuten angrillen. Und die können ruhig schwarz werden, das macht gar nichts. Also, dann schauen wir mal. Ne, schön angeknuspert, so wie wir es da haben. Einmal umdrehen. Den anderen. Oh, der sieht sogar noch besser aus. So, und wieder drauflegen. Hier machen wir die Klappe zu, damit sie auch von innen schön durch sind. Also sind herrlich geworden. Klingt gut aus. Gut durch. Knuspern. Oh. Die Würzung des Hammers. Muss durchbeißen. Find ihr die Zähne? Oh. Ja, mir fehlen die Zähne. Also, fangen wir noch mal von vorne an. Ich habe ja schon anprobiert. Ich finde den Türkrim total lecker. Lecker? Der Dip ist gut geworden. Also, das Cajun-Gewürz, wie findest du? Lecker, richtig gut. Ja, ne? Ankerkraut schön zusammengemischt. Richtig würzig. Ja. Wir haben auch ordentlich drauf, wie man sieht. Boah. Ich werde nochmal einen probieren. Also, als Fingerfood nicht ganz so geeignet, man kriegt ordentlich dreckige Finger. Aber als Beilage. Das ist mir eigentlich egal. Zu Hähnchen zum Beispiel oder zu allen anderen Sachen. Total lecker. Probiert mal Okraschoten. Einfache Zubereitung, Schnellzubereitung. Wer noch nie Okraschoten gegessen hat und sich das noch nicht getraut hat, weil er nicht wusste genau, was er damit zu tun hat, der sollte es mal machen. Okraschoten haben auch den wunderbaren Vorteil, sind total gesund. Und vitaminreich. Da lecker. Also ist eine gute Idee, das mal zu machen. Wir werden die bestimmt noch mal irgendwann für irgendwas benutzen. Also, die hat alles geschmeckt. Der Cajun Wrap, total würzig, total lecker. Ja. Ordentlich drauf, kann nicht zu viel sein. Der Dip war sowohl zitronig als auch limettig, fand ich lecker. Ja. Man hätte sogar ein paar mehr Chilischoten reinmachen können, aber das ging eh bei der Cajun-Masse, glaube ich, unter der Gewürz. Also, tut rein, zu anderen Sachen wird man zwischendurch rausschmecken. Beim Cajun haben wir nicht so geschmeckt. Und die Okraschoten? Die waren auch lecker. Ja, also ruhig schwarz werden lassen. Ich hatte Gott sei Dank eine schwarze abgekriegt. Ich fand es total lecker. Ich hatte auch eine, aber die konnte ich nicht durchkauen. Ja, und das war's für heute. Wir sind raus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns ein Abo. Darüber freuen wir uns natürlich wie immer. Ihr könnt auch die Glocke anmachen. Dann wisst ihr, wann wir das nächste Video rausbringen.
Und auf Instagram, Facebook oder Twitter könnt ihr auch uns finden. Genau. Und das war's. Wir sind raus. Ihr wart bei Dauta. And that's Sizzletone. Luftschlagzeug. Und Luftgitarre. Ich kann keine Gitarre spielen.